Der große und schreckliche Tag des Herrn. Die Trompete Gottes. Trumpet Call of God. Januar 26, 2005. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Das sagt der Herr, es steht geschrieben, meine Leute werden prophezeien, Träume träumen und Visionen sehen. Deshalb geht hinaus, o Menschen der Verheißung, und blast die Trompete, erfüllt den Willen des Allerhöchsten Gottes. Triumphiert, o Söhne der Erlösung, denn der Herr ist mit euch. Mit einer lauten Stimme und mit der Trompete Gottes geht hinaus und sprecht, ja, ruft den Massen laut zu, denn das Wort Gottes ist heilig und das Wort aus meinem Mund ist wahr. Denn ich bin tatsächlich gekommen und werde zurückkehren und schaut, ich komme rasch, um die Gerechten hochzuheben und den Rücken der Gottlosen zu brechen. Denn ich bin der Herr und ich werde die Herzen und Gedanken durchsuchen von allen, die auf der Erde wohnen. Die Gesegneten segnen und die Verfluchten verfluchen. Ich werde die Herzen der Reumütigen wiederherstellen und die Bösen unfruchtbar zurücklassen. Ich werde Urteile ausgießen wie ein Netz und die Bösen fangen und die Rebellischen werden verführt sein. Denn der Zorn Gottes wird die ganze Erde bedecken an jenem Tag. Schaut, ich werde die Kranken heilen und die Unterdrückten erretten. Ich werde den Fuß der Gotteslästerung von ihren Köpfen entfernen. Ich werde die Hungrigen mit dem Manna des Himmels füttern und den Durst jener in der Wüste stillen. Ich werde die Herzen jener verhärten, die dem Bösen treu sind, und das Herz des ernsthaft Suchenden erweichen, und das Weltliche wird gebrochen, zurückgelassen sein. Ich werde den Reichen berauben und ihm Armut bringen, damit er wieder reich werden kann. Ich werde alle großen Menschen erniedrigen und den Stolzen zunichte machen. Doch ich werde den Demütigen erhöhen und der Bescheidene wird die Erde ererben. Denn mein Segen ist mit jenen, die den Herrn fürchten. Der Blinde wird sehen und der Taube hören. Schaut, ich werde meinen Geist über all jene gießen, die bereitwillig ihr Leben aufgeben, um meinetwillen, und eine doppelte Portion für jene, die ich sende. Ich werde all jene korrigieren und disziplinieren, die ich liebe und viele veranlassen, Buße zu tun. Ich werde meine Gebote in ihre Herzen schreiben, sogar in ihr Innerstes. Ich werde meine Leute separieren und trennen. Ich werde ernten, denn die Ernte ist reif. Ich werde alle hervorbringen, die eingeschlafen sind, und jene wegstehlen, die in mir leben. Ich werde sie hochheben und meinen Wohnort bekannt machen. Schaut, ich werde die Fundamente der Erde mächtig schütteln und keinen Stein auf dem anderen lassen. Noch werde ich einen Stein ungedreht lassen. Ich werde alles hervorbringen, was verborgen ist. Denn mit einem heftigen Wind werde ich die Wolken veranlassen, aufzuwühlen und zu trüben. Donner und Blitze werden die Himmel füllen. Ich werde über die ganze Erde wehen, wie ein Unwetter, und die Nationen geißeln mit dem Wort aus meinem Mund. Ich werde das Meer veranlassen, anzusteigen, und die Küsten zu verschlingen und die Küstenstreifen zu verwüsten. Ich werde die Nationen rügen und Babylon zerstören und meine Erwählten in dem Berg verstecken. Schaut, ich werde Wunder zeigen in den Himmel oben und auf der Erde darunter, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Meere werden in Blut verwandelt werden und die Flüsse und Ströme werden bitter werden. Sogar die Sonne, der Mond und die Sterne werden geschlagen sein in meinem Zorn. Ich werde die Himmel zurückrollen wie eine Schriftrolle
Und meine Herrlichkeit wird vom Osten bis in den Westen scheinen. Alle Dunkelheit wird fliehen. Ich werde den Mund der Wahrsager schließen und die Winde der Täuschung veranlassen nachzulassen. Ich werde die Schlafenden aufwecken und die Bösen verurteilen. Ich werde alle schlagen, die meine Heiligen töten und verfolgen oder meinen kleinen Schaden zufügen. Ich werde den Verführer binden und jene, die ihm dienen, hinauswerfen. Sie werden im unlöschbaren Feuer verbrannt werden, erklärt der Herr. Deshalb fürchtet euch nicht, o Kinder Zions, denn ich werde den Erbauer aussenden, den Haupt- und Eckstein, und er wird in eurem Namen kämpfen. Versammelt euch und bereitet euch vor und hört zu, denn die Trompete wird geblasen in den vier Winkeln. Der große Tag nähert sich. Lasst jedes Knie sich beugen, meine Feinde werden mein Schemel sein. Ich bin gekommen. Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, dies ist das Wort des Herrn, gesprochen zu dieser Generation. Wenn diese Worte Ihnen auch einen Dienst erweisen, teilen Sie diese Briefe mit allen Menschen. Die Zeit ist kurz. Helfen Sie mit, diese letzte Trompete Gottes zu blasen. Danke Ihnen und möge Gott Sie auf allen Wegen segnen. In Jesus Christus, Yahushua HaMashiach, ist unsere Erlösung.